schon lernen. Heute reden wir mit Erwin Keller und als ihr wisst nicht, er ist einer ein Akteur, Comedian, Singer mit Kinsey Sig, sehr bekannte Gruppe, hier in San Francisco in den Vereinigten Staaten. Und er ist euch jetzt an mir dran, hier in Neer Shalom. Und Shalom Aleichem. Aleichem Shalom. Lass mich anheben mit den Kinderjahren. Wo bist du geboren geworden? Ich bin geboren geworden in Chicago. Dritte Dor in Chicago. Ja. Und bist du gewesen ein Kind wie alle anderen Kinder? Sa Frage. Nein, sicher nicht. Ich bin gewesen ein kleines Vögel. Und ich bin gewesen euch sehr interessiert in Jiddischkeit und in Hebräisch. Und ich bin euch gewesen der Family Historian von meiner Mischpoche. Das ist gewesen mein Role, mein Parschoin. Und die Eltern, Tate, Mama, haben Sie geredet Jiddisch? Mein Tate nicht kein Wort. Er ist gewesen von einer Jäcke Mischpoche. Sie ist ein Deutsch gewesen. Und er hat gehört Deutsch wie ein Kind. Aber er hat nicht geredet Deutsch, aber Jiddisch kein Wort. Meine Mama redet ein bisschen Jiddisch und ihre Mama und ihr Bobe euch. Ich gedenk, als wenn ich bin gewesen jung, ich gedenk mein älter Bobe an meine Mamas Zeit. Sie hat geredet mit meinem Tate auf Jiddisch und er hat nicht gestanden kein Wort. Und meine Mama hat gesagt, Bobbe, er kann es verstehen. Er versteht nicht Jiddisch. But we used to say, he doesn't understand Jewish. We never said the word Yiddish, we said Jewish. Er versteht nicht Jiddisch. Er versteht nicht Jiddisch. Und mein älter Bobbe hat wieder gesagt, dieselbe Sache, aber stärker. Und wie hast du gelernt zu reden Jiddisch? Ich habe nicht gelernt von meiner Mischpoche. Ich gedenk, als meine Mamas Mischpoche hat geredet ein bisschen Jiddisch, aber sie haben nicht geredet mit mir. Ich gedenk, meine Eltern, ich gedenk sie sehr, sehr gut. Sie hat gespielt Patsche Patsche Kichelach mit mir, wenn ich bin sehr klein. Und wenn ich bin, ich gedenk nicht, öfter 12 Jahre alt, ich hab gefunden in ein Buch von Shalom Aleichem. Ich habe es gebracht. Was ist? Es ist Motel Chassens. Und Motel in Amerika. Oder eftersom mein Schwester hat mir es gekauft und sie hat gemeint, dass es ist Hebräisch und ich hab schon gelernt Hebräisch in Hebrew School. Sie hat es mir gekauft und ich hab gesehen, dass es ist Jiddisch. Also ich gedenk, dass ich bin gesessen mit mein Bobby und sie hat nicht gekannt lernen Jiddisch. Aber sie hat gewusst Jiddisch sehr gut. Also wir sind gesessen zusammen und ich habe probiert zu lernen und sie hat übergesetzt. Und es ist etwas, was wir haben getan zusammen. Sieh, ein Bild von Shalom Aleichem. Mein erstes Jiddisch Buch. Aber für mir Sprecher, alle Sprecher seien gewesen sehr interessant. Ich habe gelernt Hebräisch, ich habe gelernt Spanisch, ich habe gewollt zu lernen mehr. Und wenn ich habe angeheben in der Universität, ich habe gelernt Esperanto. Es ist gewesen mein erste Sprache in der Universität, ist Esperanto. Und der Witz
ist, als Menschen sind gekommen in Esperanto-Kongress und alle Menschen haben gestanden und geredet Jiddisch. mein zweiten Jahr von der Universität, ich habe studiert. Wo ist die Universität? Ich habe angeheben in der University of Illinois in Champaign. Aber die nächste Jahr, die kommende Jahr, habe ich passiert in Eretz Yisrael, in Hebrew University. Okay. Und dort, ich habe gesehen, dass es ist ein Kurs für die, es ist ein Kurs in Jiddisch. Und ich habe dezidiert, ich habe beschlossen, zu lernen Jiddisch in Ort. At dem Jahr. Ich habe gehabt eine Lehrerin, eine wunderbare Lehrerin, Sonja Pinkusovic. Und ich habe MS gewollt zu lernen Jiddisch. Also wir haben gehabt Lektionen dreimal a Woche. Aber Sonja und ich haben mit sich getroffen noch zweimal jede Woche, weil für Lernen und Diskutieren jiddische Literatur, Poemas und Meises. Und sie hat passiert eine Sache Zeit mit mir, zu lernen mir Jiddisch. Wir haben gelernt von Weinreich College Jiddisch, ja, mit meinem Weinreich Wörterbuch, mit meinem Weinreich Pronunciatie. Und der Problem ist noch an dem Jahr, ich habe nicht gehabt, keinen mit wem zu reden. Und es ist schon 30 Jahre, was ich rede Jiddisch allein. Ich rede Jiddisch allein zu sich. Und ich bin nicht sicher, wie ist mein Jiddisch. Ich meine, mein Jiddisch ist sehr idiosynkratisch, weil ich habe, you know, ob ich weiß nicht ein Wort, ich nehme ein Wort von Hebräisch oder von Englisch oder von Deutsch oder etwas. Und ich bin nicht sicher, ob es ist richtig oder nicht. Und ich habe nicht keinem zu sagen, dass es ist nicht richtig. Also es ist jetzt ein Teil von meinem Dialekt, von meinem Idiolekt, mein Jiddisch. Und ich weiß nichts. Ich bete Michile auf mein Jiddisch. Ich weiß, you know, ich kann reden ein bisschen glatt, aber ich weiß nicht, ob es ist richtig oder nicht. Zu alle die Cookers, die Internet-Cookers, zu alle die Redders von Jiddisch, was können verstehen, das gewinnt sehr eine große, es ist gewinnt sehr eine große Covid von mir, zu reden mit euch. Und ich hoffe, dass wir sollen haben alle gute Sachen, alle Simches in unserem Leben. Vielen Dank. Und dazu die Polizisten schlagen mich mit Schwertenkanten. Zählt nicht mein Beten, mein Gewehn.